Oh, Malle, Malle, Malle. Haben sie dich veralbert hier? Haben sie dir einfach da hinten den Weg zugebaut? Die kleinen Schweinchen. Moinchen und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Das wunderschönste, schöne Spiel, das in der letzten Zeit so am Start rausgekommen ist, meine lieben Freunde. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder so zahlreich dabei seid bei Timberborn und unsere Biberwelt. Sie wächst, meine lieben Freunde, sie wächst. Hier ist ganz viel Sprengstoff, der gleich dazu führen wird, dass wir hier das Becken noch ein bisschen vergrößern können. Hoffentlich schaffen wir das noch, bevor die nächste Dürre kommt, denn dann haben wir nämlich da noch ein bisschen mehr Reserven, was das Wasser angeht. Und wir haben hier hinten nochmal eine neue Treppe gebaut, damit hier die toten Bäume auch gefarmt werden können, denn es wäre ja super schade, wenn wir die hier nicht mit nutzen können, weil heute ist nämlich gerade wieder so ein bisschen die Mangelware hier. Wir haben so viele Dammprojekte, Bauprojekte und überhaupt alles Mögliche an Projekten, dass wir das jetzt hier mal ein bisschen realisieren müssen. Ich habe jetzt hier mal, weil wir ja hier beim letzten Mal jetzt schon diese bibernesische Mauer so gut weitergebaut haben, hat sich das Wasser zu weit nach oben gestaut. Und das hat hier unsere Holzproduktion ein bisschen gefährdet. Ja, da konnten wir da nichts mehr machen. Und auch das Trinkwasser und hier, das muss alles noch nach oben versetzt werden, bevor das Wasser sich aufstaut. Deswegen habe ich hier die Schleuse aufgemacht, als Notfallmaßnahme. Das müssen wir dann, wenn die Dürre kommt, müssen wir das wieder schließen. Und hier habe ich die Schleuse auch aufgemacht, damit das hier hinten auch noch mal ein bisschen abfließen kann. Weil wenn das nämlich sich bis hierhin schon staut, dann ist das ein bisschen schlecht. Dann können wir hier nämlich nichts mehr machen in dem Distrikt. Da müssen wir erstmal noch ein bisschen was verändern. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Timberborn reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein. Die ist immer am Anfang des Videos rechts um meine Ecke verlinkt oder am Ende. Oder ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Projekt haltet. Genau. Oder Tipps geben. Tipps sind auch immer gut. Da kriege ich auch immer ganz viel. So, jetzt nehme ich mir den Überbiss raus. Unglaublich. Dieser Überbiss, meine lieben Freunde. Wie er immer riesig groß wird. Er wird immer so riesig groß und beeindruckend. That's what she said. Genau, wisst ihr, was mich erstaunt? Es gibt eine Sache, die mich hier wirklich mächtig erstaunt. Ich habe doch hier ein Limit festgelegt, ne? An der Stelle hier. Die Biber ignorieren dieses Limit aber anscheinend und packen immer mehr Brote rein. Und das erstaunt mich, weil eigentlich sollen sie doch nur 150 Brote einlagern. Muss ich hier noch irgendwie was einstellen? Erlaubt alles oder nichts? Erwünscht Standard und nichts. Hm. Ja, irgendwie kommt mir das Spanisch vor. Guck mal, da ballern sie schon wieder ganz viel rein. Ganz viele Brote. Und das Ergebnis dessen ist halt, wenn dann irgendwann das Lager voll ist, da steht ja auch nicht Limit, sondern erwünscht. Ah, okay, warte mal, erwünscht? Nein! Jetzt habe ich das auf Standard zurückgesetzt. Hm. Aber erwünscht, ja gut. Das ist ja dann quasi eine Anfrage. Aber dann müsste man doch auch eigentlich sagen, wenn die Anfrage voll ist, das ist ja der Mindestbetrag, der drin sein soll dann. Das heißt, es nützt gar nichts, wenn ich hier eine Zahl eintrage. Die packen eh dann so viel rein, bis das Lager voll ist. Oder ich muss bei erwünscht eine höhere Zahl reintragen. Genau, da muss ich bei Brote quasi 0 machen oder 10. Und bei den anderen Sachen muss ich quasi mehr machen dann, damit die anderen Sachen übergewichtet werden. Also die Sachen, wo ich mehr von drin haben will, müssen dann übergewichtet sein, glaube ich. Ach, was weiß denn ich? Auf jeden Fall wurde mir auch schon gesagt, ich soll lieber pro Ressource lieber ein Lager bauen. Wahrscheinlich auch genau aus dem Grund, weil es dann wahrscheinlich ein bisschen manageable wird. Weil es dann einfach ein bisschen einfacher wird, das so zu managen. Würde ich jetzt schätzen, dass das mit der Grund ist, warum ich das so machen soll. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das der Grund ist. Genau. Ah, warte mal, hier können wir die Welle weiterbauen. Wir wollen nämlich hier mal noch ein bisschen mechanische Energie für Freizeitaktivitäten nutzen. Wir können ja Karussells bauen. Ne? Und damit wir das machen können, müssen wir aber erstmal dafür sorgen, dass die mechanische Energie hier in diesen Freibereich umgeleitet wird. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, können wir auch keine Karussells bauen. Das ist nämlich so der Punkt. Genau. Und Holz ist nach wie vor das Problem. Aber jetzt kriegen wir schon wieder ein bisschen mehr Holz. Und hier ist jetzt die Treppe fertig. Warte mal, da können wir direkt mal einen Fellbereich festlegen. Hier hinten in der Ecke.
Da können wir gleich mal das tote Holz hier alles farmen. Dann haben wir das nämlich intus. Hier, und dann macht er mal gleich noch eine Holzfällerfahne hin. Hier an die Ecke, genau. Dann wird nämlich der Spaß, der unten ist, abgefarmt. Aber warte mal. Moment, stopp, brich nochmal ab. Dann machen wir den Weg da breiter noch. Weil sonst kommt hier oben keiner mehr hin. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Wenn wir das so bauen, dass der Weg blockiert ist. Genau. Ja, wohl, dann reicht jetzt auch eine Fahne. Genau, eine Fahne reicht. Da können sie das hier farmen. Nice, genau. Und hier wachsen jetzt auch Ahorns. Hier hinten müssten... Ja, hier wird jetzt auch endlich mal ein bisschen mehr entstehen. Sehr schön. Und kommen die hier überhaupt noch hin zum Farmen? Warte mal. Muss ich mal gucken. Ich glaube, zum Bauen kommen sie da, glaube ich, auch nicht mehr hin. Warte mal, hier muss ich das, glaube ich, auch machen. Ich muss hier, glaube ich, den Holzfäller nochmal wegmachen. Und hier die Straße lieber nochmal ein bisschen lang ziehen. Sonst kommen sie hier nämlich nicht hin, um da Sprengstoff zu bauen. So, dann setzen wir die Holzfällerfahne wieder so hin. Genau. Guck mal, jetzt passt das. Sehr schön. Jetzt kommen sie da nämlich hin. Easy going. Sonst hätten wir denen hier nämlich das abgeschnitten. Und hier kommt jetzt mehr Holz. Sehr gut, jetzt kommt wieder mehr Holz. Das ist gut. Das ist richtig gut, dass da mehr Holz kommt. Ich sag's euch. Das ist so gut einfach. Weil wir brauchen den Holz, wie gesagt, für Papier und Sprengstoff. Wir brauchen den Holz vor allem. Das Holz. Den Holz ist was anderes. Ich denke schon wieder an andere Sachen. Erwünscht ist die Menge, die das Lager von den Schleppern anfordert. Wenn alle erwünscht voll sind, wird überfüllt. Also sollte ich vielleicht wirklich bei den Sachen, wo ich nicht so viel haben will, erwünscht eher auf Null setzen. So, ich würde jetzt mal sagen, weil ich gerade dabei bin, Sachen zu sagen, machen wir jetzt hier noch ein Lager hin. Am besten ein Lager, was nur für produzierte Dinge zuständig ist. So. Kann man da eigentlich, wie ist denn das, wenn ich da eine Treppe baue? Nee, da kann ich keine Treppe bauen, ne? Da unten drunter? Nee, es geht nicht. Wenn ich da oben jetzt noch, nee, da müssen wir, warte, wie machen wir das da wieder? Wie kriegen wir denn da jetzt wieder die Leiter nach oben? Ah, das ist aber auch manchmal echt, das ist ja nicht so einfach in diesem Timberborn manchmal. Warte, dann mach das nicht so. Ich weiß, wie wir es machen, warte, ich weiß, wie wir es machen. Machen das so. Nee, Moment. Das ist ja nicht so einfach in diesem Timberborn, sage ich euch. Das ist ja nicht so leicht. Wir müssen da irgendwie auf die andere Seite. Oder warte. Ah, warte, ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich weiß, wie wir es machen. Stopp, abbrechen, Kommando zurück. Hier, wir machen das so. Warum einfach, wenn es auch einfach geht? Ja, da setze ich einfach das Lager da oben drauf. Mehr Lager, wir müssen mehr einlagern. Zacketizack. Wir brauchen mehr Lagerkapazität. Mehr Lager, mehr Schnepper, mehr Arbeiter, mehr alles. Wir brauchen mehr Ressourcen, mehr Vorräte, mehr alles. Apropos mehr Vorräte und mehr Ressourcen. Wir könnten vielleicht auch nochmal einen Wassertank bauen, tatsächlich. Einen größeren. Den wir vielleicht sogar eher hier hinten aufbauen. Damit wir noch ein bisschen mehr Wasserreserven noch haben. Würde ich sagen. Dass wir hier noch ein bisschen mehr... Oder warte. Nee, warte kurz. Überlegen. Nachdenken. Nicht irgendwas überschnell machen. Nee, wir können... Warte. Guck mal. Zeig mir mal, wie groß der ist. That's what she said. Sekunde. Wenn wir das hier hin machen. Das ist gut. Auf die andere Seite. Weil da machen wir nämlich noch nicht genug. So. Genau. Hervorragend. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Was für eine tolle Idee. Wir brauchen mehr Wasserlager noch. Definitiv. So als Überbrückung für die Dürre. Weil unsere Biber-Völkerung wächst ja auch. Oh, wir haben Obdachlose. Guck mal, wir haben Obdachlose. Ha, ha, ha. Jetzt wollte ich das mal ausprobieren, was ich schon lange ausprobieren wollte. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Warte ganz kurz. Alle warten jetzt. Ich muss kurz nachdenken. Genau, warte, wie viel brauche ich für die geile große Brücke? Für die geile große Brücke brauche ich leider noch ein bisschen viel Forschung. Da brauchen wir noch ungefähr 1000 Forschungspunkte. Aber die will ich mal freischalten. Ich will nämlich mal was ausprobieren. Ich will nämlich mal versuchen, ne, wenn ich jetzt hier
so ein Haus habe, dann kann ich da so Brücken draufsetzen. Wenn ihr versteht. Und das will ich mal machen. Aber, warte, da müssen wir jetzt mal überlegen, welchem Abstand macht man das. Das ist einfach jetzt mal so ein bisschen so eine irre Geschichte hier. Warte mal, wie lang ist diese Brücke? Moment, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Die ist 4 Blöcke lang. 4 Blöcke heißt, von dem Dengelpunkt aus gesehen, 4 Blöcke in die Richtung, okay. Die ist 5 Blöcke lang und die ist 6 Blöcke lang. Das heißt, die wäre nochmal 2 Blöcke länger als die Brücke. Das heißt, warte, das wäre dann von dem Block ausgehend hier, dem hier. Ja, 1, 2, so das wäre die Länge von der Brücke ganz rechts. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann wäre der Dengelpunkt hier drüben. Der wäre hier. Da wäre der Dengelpunkt. So. Und damit wir das richtig hinkriegen, wenn wir jetzt hier wirklich Brücken oben drüber bauen wollen, müssen wir das Ganze eins hier nach drüber versetzen. Also da müsste die stehen, die Behausung. Damit wir da eine Brücke drauf kriegen. So. Genau. Ja, weil dann kann man nämlich Folgendes machen. Dann kann man von hier eine Brücke rüberziehen, dann wieder hier hin. Dann müsste man da wieder ein Wohngebäude bauen, an der Stelle, und könnte dann von da dann weiter eine Brücke bauen. Dann könnte man so ein Brückennetz bauen. Das wäre irgendwie mal eine coole Sache, von Gebäude zu Gebäude. Dann wären die Gebäude, wären die Stützpfeiler von den Brücken. Will ich mal machen, habe ich Bock drauf. Ist zwar völlig sinnlos, aber ich will es mal machen. Sieht bestimmt lustig aus. Man muss auch mal Sachen machen, die lustig sind. Habe ich gehört. Habe ich mir sagen lassen. Und dann brauchen wir hier nur noch einen Übergang. Das müssen wir schon mal vorbereiten. So, damit wir dann von da auch eine Brücke rüberbauen können. Irgendwie ist das eine spannende Idee. Irgendwie finde ich das total faszinierend. Was? Hab ganz vergessen, dass heute Martins singen ist. Jetzt klingeln Kinder und wollen meine Nervennahrungsreserven. Ist Halloween nicht schon gewesen? Ich dachte, Halloween war schon. Martins singen kenne ich nicht. Sowas machen wir hier nicht. Sowas ist hier nicht üblich. In der Ecke hier, wo ich vegetiere. Da gibt's sowas nicht. Da ist nur Halloween maximal, wenn überhaupt. So. Genau. Herrlich. Wie sieht's denn aus? Noch keine Dürre wieder. Und wir haben 2400 Brote jetzt auf Reserve. 1600 Mehl. Nicht schlecht. Ein bisschen Papier haben wir sogar auch mal wieder eingelagert. Nicht schlecht. Ein paar Bier. So, Planken sind jetzt wieder eher das Problem, sehe ich gerade. Da sind hier in dem Distrikt mal wieder nur noch 13 übrig, weil wir wieder so fleißig beim Bauen sind. Ist wieder plankenmäßig ein bisschen Ende im Gelände. Liegt aber, glaube ich, auch wieder daran, dass wir nicht genug Lagerplatz haben. Kann das sein? Weil 7 Stück sind fertig. Es geht einfach nicht weiter gerade. Gut, es ist gerade Nacht auch, aber trotzdem. Ich meine, da müsste eigentlich mehr kommen, normalerweise. Zumal wir ja hier auch noch Anlagen haben, wo auch noch Planken produziert werden. Also es sollte eigentlich irgendwie da gefühlt, sollte da etwas mehr passieren, würde ich jetzt sagen. Hier, guck mal, hier können wir auch noch eine Brücke bauen, oder? Ja, hier, guck mal. Nochmal eine Wohnhausbrücke, warte mal. Ich will mehr von diesen Wohnhausbrücken bauen. Ich bin da voll fasziniert von der Idee jetzt. Das geht voll ab. Ich sag's euch. Wohnhausbrücken, meine lieben Freunde. Wohnhausbrücken. Hier, warte, wenn wir das hier hinbauen. So. Und dann da eine Straße rüberziehen. Und dann hier nochmal einen kleinen Zwischenraum bauen. So. Und dann da eine Treppe hochmachen. Guck mal so. Und dann da. Da wäre dann die Brücke. An der Stelle, da. Und dann auf die andere Seite noch eine. Noch ein Wohnhaus. Und dann können wir sogar hier oben hin. Guckt mal. Was, das gibt's hier schon? Ach so. Ja, Lampion-Umzug nennt sich das hier. Okay, das nennt sich hier nicht... Ja, ich kenne das nicht als Martinssingen. Okay, dann ist das dasselbe. Okay, das ist Lampion-Umzug, nennen wir das hier einfach. Laternenumzug. Ja, okay, dann gibt's das doch. Wir haben halt andere Namen für dieselben Sachen anscheinend. Hey, stimmt, da müssten ja dann bald wieder hier die Trommeln durch die...
durch die Gegend ziehen. Dann, da haben die immer so Trommel vorne dran und dann ziehen die Kinder immer mit ihren Lichtern durch die Straßen. Stimmt, ja, doch, doch, doch. Dann ist das Gleiche. Dann ist das Gleiche, stimmt. Kann sein, dass das... Vielleicht ist der gleiche Anlass, aber eine andere Art, das zu feiern. Wir sind hier halt anders. Wir machen hier halt alles... Wir bauen ja auch Flughäfen, die nicht funktionieren. Über 10 Jahre bauen wir ja Flughäfen, die auch nicht funktionieren richtig, wenn sie dann fertig sind. Also wir machen hier gehen die Uhren anders, ja. Wir haben hier andere Prioritäten. Ihr eröffnet auch Flughäfen während einer Pandemie, ja stimmt. Auch das machen wir. Wir haben so echt so lustige Späße drauf hier. Wir sind echte Necken. Wir sind echte Schildbürger hier. Wir machen ganz lustige Sachen. Wir veranstalten auch Wahlen, die nicht richtig funktionieren. Das ist auch toll. Wir können so viele lustige Sachen hier machen. Hier werden sie geholfen. Hier werden sie so richtig geholfen. Von vorne bis hinten werden sie richtig durchgeholfen. Ich sag's dir. So. Genau. Kondensation wieder jetzt hier. Wir müssen uns mal wieder auf die Sache konzentrieren. Oh, die bibernesische Mauer, sie ist fertig. Also gleich, es fehlen nur noch 4 Klötze, dann ist sie fertig. Dann können wir ja schon mal hier jetzt weitermachen. So ein bisschen. Die haben hier immer noch nicht... Sag mal, kommen die da überhaupt nicht hin? Kann das sein? Doch. Warum machen die denn hier nichts? Hier hinten. Die machen irgendwie gefühlt... Gefühlt machen sie nicht viel. Egal. Ich mache jetzt hier hinten schon mal den Block weg und gebe ihnen die Aufgabe, da den Damm zu vergrößern. Den Deich, meine ich. Hier, so. Weil wir müssen ja bis ganz nach hoch bauen. Warte, bricht das nochmal ab. Genau, sollen ruhig hier anfangen. Sollen ruhig mit dem Block da oben anfangen. Das ist eine gute Idee. In der Ecke da. Aber ich glaube, genau. Die machen das ja nach Reihenfolge, stimmt. Die machen erst das fertig, genau. Und dann machen sie die anderen Sachen. Ja, ist okay. Ist okay, sollen sie machen. Ich störe sie mal nicht. Ich lasse sie mal machen, die Biber. Aber die Jecken sind doch weiter im Westen. Ach, wir können auch necken zumindest. Wenn wir schon nicht necken können, können wir wenigstens necken. Holzscheite, genau. Ah, hier bauen sie erst die Häuser. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auch keine Obdachlosen mehr. Arbeitslose haben wir wahrscheinlich noch, wa? 20 Arbeitslose! Junge! Warte mal ganz kurz. Wie viel Holz haben wir hier in dem Distrikt? 256 Einheiten. Haben wir einen Holztransport? Ich frage für einen Biber. Nein, haben wir nicht. Route hinzufügen. Wir transportieren jetzt mal hier drüber ein bisschen Holz. Scheit. Und dann machen wir mal ein Limit. Nein, nicht Route hinzufügen. Ein Verteillimit möchte ich haben. Und zwar möchte ich hier bitte nur 50 Einheiten rüber transportieren maximal. Genau, weil dann können wir nämlich hier mal noch ein paar Biber einstellen jetzt. Ein paar Transportbiber. Und ich glaube, wir hatten hier zwischenzeitlich auch mal ein paar in den Ruhestand geschickt. Guck mal, hier können wir noch mehr Schlepper jetzt nämlich einstellen. War hier noch irgendwo ein Schlepper? Wir hatten hier noch einen Schlepperposten gehabt irgendwo. Hier, genau. Da fehlte nämlich auch noch einer. So, dann können wir die erstmal wieder unter Vollbesetzung packen. Die Arbeiter hier sind auch noch zahlreich am Start. Genau, weil dann haben wir nämlich da schon mal... Dann haben wir nämlich da schon mal jetzt eine ordentliche Auslastung am Start. Und dann haben wir jetzt nämlich nur noch 15 Arbeitslose und Obdachlose haben wir keine mehr jetzt, genau. Weil wir jetzt ja 2 Häuser gebaut haben. Oder da wird gleich auch noch eins fertig. Genau, das müsste gleich soweit sein. Wunderschön. Dann wird nämlich auch mehr transportiert. Auch mehr Wasser hier, ne? Das ist alles ganz wichtig. Dass wir das alles mal ein bisschen mehr auf dem Zettel behalten hier jetzt. So, und jetzt müsste gleich... Ah, hier hinten ist die bibernesische Mauer wirklich gleich fertig. Guckt euch das an. Kommt die wirklich bis da ganz nach hinten? Ja, guckt mal, ey, die kommen sogar wirklich bis ganz nach hinten. Sogar der Wegmarker geht sogar bis ganz nach da hinten. Das heißt, wir könnten entlang dieses ganzen Damms sogar Gebäude bauen. Die wären sogar mit dem Wegenetz verbunden. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Das ist mal eine Reichweite. Weil es halt auf derselben Höhe ist wie das Gebäude hier, ne? Dieses Gebäude hat die höchste Wegesreichweite, wenn der Weg auf derselben Höhe wie das Gebäude ist. Wäre der Weg jetzt eins weiter unten, dann würde es etwas kürzer sein tatsächlich. Dann würde der Strich etwas kürzer sein. Oder wenn jetzt der Weg sehr viel Zickzack enthalten würde, würde er auch kürzer sein.
Alles, was die Strecke verlängert, führt dazu, dass der Weg kürzer ist. Oder jede Höhenstufe reduziert auch die Reichweite ein bisschen. Bei Höhe überwinden ist ja logisch, kostet Kraft. Und da müssen sie dann etwas mehr strampeln, sozusagen. Ne? Und hier können wir gleich sprengen. Nice. Hervorragend. Oh, guckt euch mal den Reichtum an hier. Das ist das, was der normale Biber, der normale Durchschnittsbiber als Reichtum definiert. Ein riesiger Wald voller Bäume, voller dicker, fetter Stämme. Oder das hier, das ist auch Reichtum. Das ist der absolute dekadente Reichtum für einen Biber. Und hier ist wieder ein Haus fertig, sehr schön. Genau, wir lassen jetzt mal die Forschungspunkte zusammenkommen. Wir haben jetzt schon 2400. Ich will diese große Brücke haben. Ich will sie haben. Haben, 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 haben. Ham, 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 ham. Und da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier diese Welle jetzt weiterbauen. Das will ich, genau, das will ich jetzt mal gleich machen. Guck mal, wir können ja jetzt hier nochmal eine Stütze bauen. So, zwei. Und dann Einzelstützen. So, genau. Und wenn wir das Ganze jetzt einfach mit einem Zweierblock hier hinziehen, genau, dann können wir da nochmal so einen Block setzen. Genau. Und dann brauchen wir ja nur noch den Dreier und ziehen das hier rüber. Dann haben wir die Welle nämlich hier drüben dann. Nice. So, und da müssen wir dann natürlich nur aufpassen, glaube ich, dass wir das dann, wenn dieser Brückenweg fertig ist, dass wir das so bauen, dass sie die Welle dann von hier anfangen und dann immer ein Segment weiter nach vorne gehen. Weil sonst verbauen die sich nämlich den Weg an der Stelle. Und das wäre nicht so gut. Genau, guck mal, jetzt ist der zweite Wassertank fertig. Da wird, jawohl, da wird fleißig eingelagert. Ich weiß nicht, ich glaube vielleicht noch ein Schlepperposten. Wäre vielleicht noch ganz gut. Ein weiterer. Oder noch mehr Bauarbeiter. Wobei, wir haben ja einen Materialengpass, da nützen uns die Bauarbeiter wahrscheinlich gar nichts. Aber gut, mehr Bauarbeiter. Wenn wir mal ein großes Projekt haben, ist sicherlich nicht verkehrt. Dann wird es schneller gebaut. Vielleicht auch eher so auf der Seite hier noch. Hier, guck mal, hier haben wir doch sogar Platz, oder? Für ein Bauarbeitergebäude. Mal gucken, hier Arbeit. Bauarbeiterunterkunft. Schauen wir mal. Die ist sogar am Wegesnetz noch dran. Ja, dann machen wir da mal eine noch hinkommen. Mehr Bauarbeiter. Du solltest den Staudamm bei der bibernesischen Mauer schließen, wenn du Wasser aufstauen möchtest. Ja, das habe ich ja gerade schon alles erklärt. Ich erkläre es gerne nochmal. Wenn ich das jetzt mache, dann staut sich das Wasser zu hoch, insbesondere in den Bereich, wo hier die Bäume wachsen. Und die brauchen wir ja noch hier an der Stelle, damit wir hier noch weiter bauen können. Wenn wir uns hier die Bäume wegnehmen, komplett, können wir hier nicht mehr bauen und hier nicht mehr bauen. Dann können wir gar nichts mehr machen hier eigentlich in dem Bereich. Und deswegen müssen wir erstmal warten mit dem Aufstauen. Auch hier müssen wir den Damm noch höher ziehen, weil sonst schwappt es nämlich hier drüber an der Stelle. Wir müssen dann vor allem, wenn die Dürre anfängt, diese Schleusen schließen. Das ist dann ganz wichtig. Da darf sich dann auch mal ein bisschen aufstauen nach hinten. Also wenn die Dürre einen Tag nur noch hat, bis sie anfängt, müssen wir unbedingt da den Staudamm zumachen. Das gehört alles zum Plan. It's all part of the plan. Ah, das Lager ist fertig. Ja, schon wieder voll, siehst du? Schon wieder direkt voll mit allem, vor allem mit Brot. Hervorragend. Nice. Man kommt gar nicht dazu, irgendwas anderes einzulagern. Aber dafür haben wir jetzt so viel Brot, dass es uns zu den Ohren rauskommt. Das ist halt das Ding, wenn du zwei Bäckereien hast und drei Mühlen, da wird halt mega viel Mehl und mega viel Brot fertig. So ist das halt. Jo, ich euch eben. Ich eben, jo. Ich bin ja schon fast froh, dass es für die Holzscheide separate Lager gibt, ey. Stellt euch mal vor, die müssten auch mit in diesen normalen Lagern eingelagert werden. Ey, was das für ein Chaos wäre. Man würde nie genug Holz kriegen. Apropos nie genug Holz. Warte mal, wir können doch hier auch noch ein Holzlager setzen. Direkt neben dem Ding. Warte, warte, warte. Speicher, Holzlager. Kriegen wir das da noch ran ans Straßennetz? Geht das noch? Oder ist das dann nicht verbunden? Warte. Ja, geht noch. Guck mal. Weil dann können wir hier nämlich noch Holzfällerfahnen setzen. Wir haben ja noch Arbeitslose. Desto schneller kommt Baumaterial rein, nicht wahr? Drei Holzfäller fahren, dann können sie hier schön ernten.
Und dann das Holz direkt hier einlagern. Und vielleicht noch einen Schlepperposten gegenüber. Was soll der Geiz? Dann haben wir die Arbeitskräfte auch ordentlich ausgenutzt. Schlepperposten. Der Schlepperposten darf nichts kosten. Aber wie gesagt, hier laufen die Uhren ja anders. Wir bauen hier auch Schlepperposten, wo nicht geschleppt wird. Wir bauen auch Bauarbeiterunterkünfte, wo nicht gebaut wird. So ist das halt hier. Wir sind halt ganz lustig drauf. Wir haben ein sehr lustiges Verhältnis zur Produktivität. Das ist ein... seine Hassliebe, könnte man sagen. Sehr schön, nice. Guckt euch das an. Immer schön alles reinstopfen. Stopfen, stopfen, stopfen. Immer nicht aufhören zu stopfen. Mann, da haben wir ja richtig viele Schlepper dann. Nicht schlecht. Hier haben sie schon alles weggerodet. Da können wir direkt schon mal den Biber das Ding wegmachen. Brauchen wir hier nicht mehr. Ist schon vorbei. Ist schon alles geerntet. Nice. Nice, nice. Hervorragend. Ja, das sollte versorgungstechnisch hier jetzt auch ein bisschen näher dran sein. Das heißt, die Gebäude hier kriegen jetzt tendenziell auch schneller ihre Stämme, die sie brauchen. Das ist schon mal gut. So, und hier können wir schon mal die Welle weiterbauen. So. So, das geht jetzt peu à peu, dass wir da jetzt die Welle bauen. Ich glaube, von hier kommen sie sogar noch ran. Da können wir sogar schon das nächste Segment setzen. Da müssten sie überall eigentlich rankommen von hier, ne? Da brauchen wir dann so eine Kurve. Da können sie ja auch eigentlich von der anderen Seite dann noch ran. Also von hier. Also diese ganze Reihe können wir schon bauen. Genau, und dann einfach rüberziehen das Ganze dann. Also immer einen Block nach dem anderen. Dürre! Dürre-Alarm! Dürre-Alarm! Müsstest du dann nicht auch einen kleinen Damm in der Nähe der Bäckerei erhöhen? Ja, genau, das stimmt. Ja, den müssen wir auch höher machen. Das ist richtig, genau. Können wir ja schon mal so ein bisschen in Angriff nehmen. Schon mal so zwei Blöcke um. War das eigentlich eine große Schleuse? Ja, das war eine Dreifachschleuse, okay. So, jetzt müssen wir... Also jetzt noch nicht, aber ich sag's mal so. Wenn die Dürre gleich so einen Tag noch braucht, bis sie anfängt, müssen wir die Schleusen hochmachen. Dann haben wir einen leichten Rückstau noch. Aber besser ist das. Würde ich sagen. Und vielleicht hier schon mal eine von den Schleusen auch schon mal so ein bisschen hochnehmen noch. Dass wir einen leichten Rückstau hier noch nach hinten haben. Dass hier ein bisschen weniger Wasser rausfließt noch. Könnte schlau sein. Und vielleicht hier schon mal noch das Sprengen jetzt. Ich spreng das jetzt hier mal direkt. Hoffentlich war da jetzt kein Biber. Genau, weil dann kommt nämlich hier direkt noch mal ein bisschen mehr Wasser rein. Dann haben wir da noch ein bisschen mehr Reserve direkt. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Biber getötet. Nee, habe ich nicht. Sehr gut. War gerade keiner am Start. Hervorragend. Schön, wie es gleich direkt ein bisschen mehr Volumen hat, ne? Man merkt das direkt, dass es länger braucht, um wieder voll zu werden. Weil es erstmal da das Volumen auffüllen muss, was frei geworden ist durch die Sprengung. Auch eine Art Arbeitslose loszuwerden. Einfach einen Schlepperposten bauen, auch wenn gar nichts geschleppt wird. Ich glaube, die Bundesregierung macht das auch so, um ihre Arbeitslosenstatistik zu frisieren. Ja, einfach irgendwelche sinnlosen Jobs schaffen. Macht ja die Regierung auch regelmäßig. Einfach irgendwelche bürokratischen Dinge erfinden, die wieder neue Leute brauchen, die dann die ganze Zeit überprüfen und dann Dokumente schreiben und so. Und dann hast du sofort schon wieder Arbeitsplätze geschaffen eigentlich. Das ist auch genau das Gleiche im Endeffekt. Aber mit dem Unterschied, dass ich meine Arbeitskräfte nicht bezahlen muss. Die wollen nur Wasser und Brot. Meine Arbeitskräfte hier im Spiel, die arbeiten für Wasser und Brot. Das ist natürlich mega praktisch, ja. Das ist sehr kostengünstig. Weil die anderen Nahrungsmittel, die kriegen sie ja nicht in dem Maße. So, zwei Tage noch, dann ist Dürre. Wir müssen, wie gesagt, hier jetzt ein bisschen aufpassen. Weil es könnte sein, dass das Wasser hier oben schon überschwappt dann. Wenn wir jetzt nicht aufpassen. Da muss ich dann wieder die andere Schleuse ein bisschen runter machen. Weil es scheint langsam anzusteigen hier. Man sieht das schon. Es staut sich ein bisschen hoch. Ich mach mal sicherheitshalber die nochmal runter jetzt.
Wir machen mal wirklich die Schleusen erst richtig, richtig hoch, wenn nur noch einen Tag, wenn auch die Dürre noch einen Tag braucht. Irgendwie habe ich gerade Weihnachtsvibe, habe gerade die Biber im Kopf mit roten Mützen. Und wie sie, ja, ich sag ja, wir brauchen noch so ein Weihnachtsspecial eigentlich für die Biber. Die Biber mit Weihnachtsmützen im Schnee am Lagerfeuer, das wäre so richtig gut. Oder mit so einem kleinen, so eine kleine Skianlage wäre cool für die Biber, wenn die so Ski fahren. Und Schlitten. Eine Schlittenanlage für die Biber zum Rodeln. Auf jeden. So kleine Rampen, wo sie dann runterrodeln können. Das wäre mega. Oh Mann, der Entwickler muss das unbedingt machen. Aber sowas von. Guck mal, wie viel Holz wir jetzt kriegen. Jetzt ist endlich der Holzmangel beendet. Jetzt ist es endlich soweit. Oh, und hier kann ich jetzt auch sprengen. Sehr nice. Warum erntet er hier eigentlich nicht? Warte mal, ist das definiert als Feldzone? Ja, aber er macht da irgendwie nichts. Weil wahrscheinlich kein Lagerplatz frei ist. Okay, ich spreng jetzt hier mal. Jawohl, nice. Eine super Sprengung. Dann können wir ja da gleich noch mehr Dynamit verteilen. So. Und dann können wir hier die Treppe wegmachen. Ja, und dann verteilen wir hier auf der Ebene auch gleich noch ein bisschen was. Ne, weil der Plan ist, das hier als Fläche zu nutzen. Deswegen können wir das hier schon mal so runtersprengen eigentlich. Der ganze Berg hier wird eingeebnet, bis er auf dieses Niveau gekommen ist. Was macht der hintere Damm? Ist der schon zugebaut? Ja. Das ist alles schon zu. Wir müssen es aber hier noch offen lassen. Druck ablassen und so. Gleich ist der Moment gekommen, wo ich diese Dämme schließen werde. Nämlich gleich, wenn... Was, Biber gestrandet? Moment. Oh, Malle, Malle, Malle. Haben sie dich veralbert hier? Haben sie dir einfach da hinten den Weg zugebaut? Die kleinen Schweinchen. Okay, warte, dann müssen wir das nochmal wegmachen, damit du da wegkommst. Die kleinen Schweinchen haben wieder mal ihren Kollegen eingebaut. Schweinerei. Oh, Malle, Malle, Malle. Oh, Malle, jetzt wäre ich gerne in Malle, hat er sich gesagt. Ich wäre jetzt lieber in Malle als hier oben. Ah, warte, jetzt gleich muss ich zumachen. Hier, jetzt machen wir hier schon mal zwei hoch. Und, hier machen wir jetzt schon mal komplett zu. Genau, damit sich's da unten auch schon mal so leicht aufstauen kann. So sieht das gut aus. So gefällt mir das. Einen Tag noch. Und dann machen wir hier die Seite auch noch auf zwei hoch. Das müssen wir jetzt timen. Da ist das Timing jetzt extrem wichtig. Das ist jetzt extrem wichtig. Und ich aktiviere schon mal die Laufräder, weil die werden wir wahrscheinlich dann auch recht schnell brauchen. So, jetzt noch einen Tag. Das Ding ist, in dem Moment, wo ich die Schleuse hier auf zwei hoch mache, wird das hier sehr schnell volllaufen. Deswegen müssen wir da gut aufpassen jetzt. Hier unten läuft es schon voll. Hier ist es schon ordentlich am Laufen. Auch wenn hier noch offen ist. Bei 0,5. Wenn hier 0,5 steht, machen wir hier sofort zu und oben die eine Schleuse an der Seite noch auf 2 hoch. Und dann haben wir die maximale Menge an Wasser im System für die Dürre. Die maximal mögliche Menge an maximalem Wasser. Maximum Wasser, meine lieben Freunde. Maximum Wasser. Wir wissen nicht, wie lang die Dürre ist. Das ist so das Ding. Die kann eine Woche lang sein. Die kann aber auch möglicherweise sogar jetzt 10 Tage lang sein. Weil die letzten Dürren waren immer noch mal länger gewesen als die längste Dürre, die wir bisher hatten. Deswegen, man weiß es nicht. Vielleicht wird es ja mal wirklich 10 Tage lang. 10 Tage Dürre. Ich glaube, man kann das sogar ablesen. Ich glaube, am Ende von jedem Zyklus kommt immer eine Dürre. Und wenn an einem Zyklus nur noch eine bestimmte Anzahl Tage übrig ist, kann man daran ablesen, wie lange die Dürre wahrscheinlich ist. Aber ich würde jetzt schon so kalkulieren, dass wir von der maximalen Dürrelänge ausgehen. Wird jetzt mal von der maximalen Länge ausgehen. Guck mal, seht ihr das da hinten an den Blöcken, wie das jetzt schon wieder sich aufstaut? Wie schnell das geht auch. Das ist echt krass, das ist echt heftig. Ja, ich muss, glaube ich... Ich mache es jetzt schon mal zu. Zack. So, jetzt staut es sich sehr schnell. Jetzt staut es sich sehr schnell hoch. Wird wahrscheinlich tendenziell jetzt da vorne auch schon überschwappen gleich. Wo sie gerade schon rumlaufen, um zu bauen.
werden die Biber dann runtergespült. So, und hier an der Seite mache ich jetzt auch schon mal hoch. Auf 2. So, jetzt wird es sehr, sehr langsam abfließen hier. Und dadurch staut es sich jetzt hier umso schneller noch hoch. Das heißt, es wird wahrscheinlich kurzzeitig hier auch wieder überschwappen vorne. Bevor die Dürre dann anfängt, dann trocknet es eh wieder weg in der Dürre. Die Dürre führt eh dazu, dass es dann wieder... Hier genau, jetzt schwappt es hier über. Und hier sind schon die Gebäude jetzt ein bisschen beeinträchtigt. Aber gleich müsste schon der Wasserstrom enden eigentlich. Hier haben wir ja auch nochmal ein kleines Becken, wo es nochmal aufgefangen wird. Wenn es hier jetzt überschwappt, zum Beispiel. Boah, ist wirklich voll. Die Wanne ist kurz vorm Überlaufen, meine lieben Freunde. Ja, ich glaube so 0,1 Tag, bevor die Dürre anfängt, hört es sowieso schon auf reinzufließen, glaube ich. Also es müsste gleich sowieso schon aufhören. Dann soll... Ja, genau, jetzt müsste es eigentlich schon stoppen. So langsam. Ja, okay, es fließt trotzdem noch kurz rüber. Ist egal. Ist egal, ist egal. Hier haben wir jetzt einen Damm, der das ein bisschen auffängt, hoffe ich. Die Häuser hier werden wahrscheinlich nochmal überflutet. Na, guck mal, da hört es schon auf. Hat das gesehen? Da hat es schon gestoppt. War diesmal nicht ganz so schlimm. Haben wir ganz gut getimed eigentlich. Haben wir sehr, sehr gut abgepasst, den Moment, mit dem Dürrebeginn. Und hier, ja, das ist auch kaum der Rede wert hier. Nicht schlecht. So, wir können jetzt hier schon den Block entfernen. Jetzt können wir ja hier in Ruhe den Damm bauen auch. Also den Deich höher machen. So. Weil das muss ja hier jetzt höher gebaut werden noch. Da müssen noch 2 Blöcke oben drauf. Und wir können ja auch schon mal... Genau, das ist ja noch im Fellbereich hier. Jetzt fällen sie da natürlich nicht, weil sie da überflutet sind. Genau, wir bräuchten mal hier vielleicht auch noch ein Lager irgendwo. Vielleicht, warte mal, hier baue ich denen jetzt mal ein großes Lager hin. Damit die mal ein bisschen mehr einlagern können hier in ihrem Distrikt. Ist keine schlechte Idee. Was? Ach so, keine Aufgaben. Ja, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Ist ja gar nicht so eine lange Dürre. Das geht ja. Ist ja nur eine kurze Dürre. Ist ja unglaublich. Überraschung, nur 6 Tage Dürre. Ist wohl doch random. Ja, ja. Das ist random. Definitiv. Dass es random ist, ist das nicht die Frage. Aber die Frage ist halt, wenn du Pech hast, hast du halt eine random sehr lange Dürre. Und wenn du eine sehr lange Dürre hast, dann hast du möglicherweise dann ein Problem. Und an dieser Stelle endet diese Folge Timberborn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die komplette Playlist oder die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert gerne die Biber-Nachrichtigungen, damit ihr alles auch mitbekommt, was hier auf dem Kanal so abgeht. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.